Moin Moin und ran an den Kaffee zu einer neuen Folge Castlevania 2 Belmont's Revenge. Erstmal gucken, dass ich hier nicht, Oh fuck! Das war jetzt alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, nee. Holy shit! Weg mit dem Spinnenzeugs! Alter, weißt du, mir nichts dabei gedacht? Nee, das mache ich lieber. Sorry, aber das mache ich lieber gechillt. Alter Schwede, ja. Ich denke mir nichts Böses dabei. Krieg ordentlich auf die Fresse. Ist da was drin? Oh Gott. Danke. Danke. Alter Schwede. Weiß ich, bin gerade. Nice Mucke. Der Hintergrund hat auch ordentlich was. Erinnert mich ein bisschen an den Gang aus Symphony of the Night. Aber das auch nur jetzt hier wegen dem Fenster. Oh oh. Keine Gegner ist no bueno. Das ist nicht gut. Ja, geil. Was? Da habe ich jetzt hier... Okay, da brauche ich nochmal ein Stück Kaffee. Da habe ich jetzt hier das letzte Mal aufgehört und habe mir gedacht, naja, dann spielen wir den Rest von dem Cast noch fertig. Keine Ahnung, wie lange das noch ist. Vielleicht kommt ja auch noch ein dritter Part davon. Hm? Weil wenn man ein bisschen an Castlevania 4 denkt, aber das waren auch dann doch mit der Zeit durchaus längere Spiele, dann ist man da zum Beispiel, hatte man so eine Hauptmap und dachte eigentlich, oh, da geht's dem Ende zu. Dann hatte man nochmal eine Map quasi innerhalb von so einem Castle-Bereich, sag ich mal. Und dann ging's da irgendwie nochmal hoch. Also, ja. Da hatte ich jetzt irgendwie dran gedacht, dass es vielleicht sowas in der Art ist. Nee, ich glaube, ich weiß zumindest von den Leuten, die mir gesagt haben, pass auf, du willst hier am Schluss die Axt haben. Ich bin da jetzt einfach mal so nett und höre da drauf. Oha. Wir haben halt ein Leben zu wenig, ne? Das ist das, ja. Schindreck. Okay, ich bin gespannt. Was ist das jetzt, Dracula? I'm surprised you made it this far. The rebirth of Dracula will occur soon. Dann bist du nicht... You cannot destroy me. Oh mein Gott! Oh Gott, Plot Twist! Ich renn los, sobald ich kann. Ich schwör. Oh! Das ist jetzt nicht gut. Oh. Wie kommen die denn? Woher soll ich denn erkennen, wann die kommen? Was? Warte mal, wie viel Lebensenergie hatte der jetzt? Oh. Und wir starten hier wieder ohne Axt. Wow. Das war zu viel für, hey, ich fange einfach mal an und wir spielen uns ein bisschen ein. Holy shit! Hm? Das ist jetzt natürlich dann super gut gelaufen. Normale Peitsche. Also ich hatte jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht, das ist halt dann das, wenn man es nicht kennt. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt mit den Messern hier ist. Wie kommen die? Warum? Ich habe jetzt versucht zu probieren, ob das daran liegt, wie ich stehe oder so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ging ein bisschen schnell. Ich muss also noch mal gucken. Ja, ganz toll. Wir haben nicht die beste Whip und wir haben Fucky Holy Water, was keinem was bringt. Ja, nun. Wunderbar. Nice. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen will. Gebe ich zu. Oh Gott. Wie? Ich habe kein Holy mehr. Das ist doch kacke. Ah. Woher weiß ich denn, was der vorhat? Woher weiß ich denn, wie die Messer fliegen? Scheißdreck. Okay, ich habe noch keine Ahnung, woran ich erkennen soll, wie das mit den Messern ist.
Das wird was sein, das werden wir uns das wahrscheinlich einige Male angucken müssen. Und es braucht definitiv mehr Kaffee. Weil das ist eine Sache, das ist bei so Spielen immer, du musst erstmal gucken, wie das funktioniert. Wie ist die Mechanik dahinter? Der wirft die jetzt. Okay, wann kommen die runter? Wie kommen die runter? In welchem Winkel? Also da muss ich jetzt bestimmt noch ein paar Mal gucken. Aber ich würde sagen, gucken wir mal. Und da fangen wir jetzt da wieder an. Okay. Das ist halt das, was wir das jetzt mal schon ewig lang gemacht haben. Also ich sag's mal so, eigentlich mache ich das dann immer gerne alles nochmal durch. Ich würde aber jetzt in dem Fall einfach mal probieren, wie es denn ist, vom Spaßfaktor her, wenn wir einfach jetzt nur den Kampf machen. Das ist jetzt ein bisschen weiter ausgeholt, aber ich war da eigentlich immer so, dass ich gesagt habe, nee, ich will da eigentlich gar nichts kürzen. Ich will da komplett irgendwie alles und überhaupt. Ich bin aber mittlerweile ein bisschen so, dass ich auch einfach gern ein bisschen ausprobieren will, was halt für alle besser ist, was halt für alle angenehmer ist. Deswegen würde ich es in dem Fall jetzt einfach mal so machen, dass ich euch beim Fight nochmal rauslasse und wir dann einfach den Fight komplett ein paar Mal machen. Wenn ihr das doch lieber anders wollt, wie was eigentlich die allermeiste Zeit machen, ich kann mich erinnern, bei Mario hatte ich das dann auch separat in zwei Videos gemacht. Aber wenn es euch so lieber ist, gern einfach in den Kommentaren mal melden. Ich möchte einfach gucken, dass ich irgendwie nicht total engstirnig bin, weil ich da irgendwie immer gesagt habe, nee, das mache ich nicht, von vornherein nicht, das probiere ich gar nicht aus. Und es ist vielleicht auch nicht ganz so cool. Also man sollte wenigstens einfach mal gucken, dass man Sachen ausprobiert und guckt, was dann, ne, so irgendwie passt und so. Also wie gesagt, ich lasse euch da gleich jetzt nochmal beim Bossfight raus, dann probieren wir den einfach so lange durch, bis wir den haben. Wenn ihr allerdings sagt, nee, so wie es die ganze Zeit war, ich will alles nochmal sehen, so lange wie es eben braucht, dann dürft ihr mir das gerne sagen, dann machen wir es beim nächsten Mal nämlich einfach so wieder. Wenn ihr sagt, es ist euch zum Zugucken so lieber, dass ihr dann den Kram, den wir eh 20 Mal mit wie viel Toten gemacht haben, nochmal nicht sehen wollt, weil es halt dann irgendwann lame wird, könnt ihr mir auch gerne das sagen, so einfach, dass ich mal weiß, was so am meisten Spaß macht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns da gleich nochmal und ich glaube, das wird ordentlich wehtun. So, da sind wir wieder zurück, kurz vor der Bosstür. Ich habe es jetzt einfach schnell nochmal durchgespielt. Wir haben dieses Mal drei Leben statt irgendwie eins, beziehungsweise in dem Fall vier statt zwei. Haben einigermaßen guten Herzcount. Haben allerdings hier eben schon das Chicken gefressen und haben jetzt irgendwie zwei Hits weniger, die wir uns erlauben dürfen in dem Versuch. Das heißt, das wird vermutlich dann doch Exlas. Aber schauen wir einfach mal. Also es wird wahrscheinlich einige Male dauern, da bin ich realistisch. Fast reingelaufen. Das Ding ist halt, das bringt uns in dem Spiel so gut wie gar nichts. Wenn ich jetzt überlege, dass ich hier irgendwie schon gucken will, ne, dass ich den, wenn er hier irgendwie unten steht oder sonst wie vielleicht erwisch. Warte mal, der startet doch irgendwo hier, ne? Wie weit reicht denn meine Axt irgendwo hier, ne? Nee, ich müsste schon. Ja, ich müsste da hoch irgendwie und dann müsste ich gucken, dass ich ihn da erwisch. Gut, mit den Messern müssen wir noch gucken. Ich habe keinen Strahl, wie die Scheißdinger funktionieren. Christopher, was hast du dir denn hier für Kinder angedacht, sag mal? Ich dachte, Belmonts und Peitschen und so, da ist die Kindererziehung ein Kinderspiel. Haha. Okay. Ach, und die zeigen dann. Ja, okay. Okay. Der sendet die aus. Dann trullern die so ein bisschen in der Luft rum. Ich habe das jetzt erst gesehen. Und dann zeigen die irgendwo hin. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir da stehen, wo die halt nicht hinzeigen, ne? Weil da kommen sie dann runter. Wobei jetzt ein, zwei Situationen dabei waren, so auf die Schnelle, lässt sich das natürlich schwer sagen. Aber ich glaube, da war ich jetzt auch so gestanden, dass ich auch nicht mehr gescheit rauskam. Vielleicht war es aber auch nur so die Panik des Moments. Ich weiß es nicht. Ja, gut. Jetzt haben wir hier die Whip wieder. Haben das Zweiwasser, was uns gar nichts bringt. Wir brauchen aber eigentlich schon alle Energie der Welt, ne?
Da ist auch nirgendwo irgendwie... Ich meine, klar, da ist kein Chicken drin, das ist der Bossraum, aber hey. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Okay, schauen wir mal. Was ich halt auch das Gefühl habe, aber das muss ich jetzt auch nochmal verifizieren, ist ja, das ist nicht wie zum Beispiel in anderen Castlevania-Spielen, dass du dich duckst und wippst und das reicht dann mit der Hitbox noch. Das ist hier eher so, wenn ich jetzt da oben mich draufstelle, um ihn halt im Crouchen noch zu wippen, dann geht das nicht. Das heißt, es bringt mir gar nichts, wenn ich jetzt davor laufe und mich da oben auf die Plattform stelle, ne? Also außer mal kurz und dann das Holy schmeißen, aber ja, ich bin aber auch eine Nase, was laufe ich denn da rein? Nein, hau ab. Hau am besten einfach ab. Uah. Wo kommen sie? Ich bin aber auch dämlich. Ich halte mich viel zu viel mit dem Kack-Noob auf. Uah, jetzt kommt er hier oben. Bist du gestört? Sohnemann, Heilige. Oh Gott. Ah. Kindererziehung bei den Belmonts. Ich merke das schon. Holy shit. Hm? Ne, jetzt haben wir aber hier irgendwie, ich glaube, Versuch 3 oder was gehabt. Jetzt merke ich zumindest mal, wie das mit den Messern funktioniert. Also ausweichen geht besser. Wir lernen also was dazu. Die Frage ist im Moment nur noch das Spiel mit der Geduld wahrscheinlich mal wieder. Weil, das ist natürlich bei so Spielen immer so ein Hin und Her. Okay. Was mache ich jetzt? Gucke ich? Gehe ich nach dem Motto, okay, was schneller tot ist, macht keinen Schaden mehr, ne? Also guckst du, dass du mehr Hits reinkriegst. Ergo ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du getroffen wirst, viel größer. Ist halt immer so die Frage. Es ist irgendwie bei... Bist du greedy oder bist du nicht greedy? Und dann könnte man es natürlich auch irgendwie geduldig nehmen und sagen, okay, ich... pack immer nur ein, zwei Hits rein und tänzel dann hier irgendwie so rum, ne? Dass ich gucke, dass ich hier oben drauf komme wieder. Oder der läuft uns hier nach. Ich gucke, dass er hier unten ist und springe hier oben drüber. Ist wahrscheinlich die cleverere Variante. Deutsche Sprache. Aber gut, to be fair, ich weiß auch gar nicht mehr, wie unser Sohn heißt. Also hat er wahrscheinlich allen Grund, irgendwie knatschig zu sein. Naja. Ja, da stehen wir wieder super. Ah. Ah! Das kriegt er natürlich hin. Ja, und die sind's. Die sind's hier, die Kreuze. Ja. Okay, ich merke das schon. Nee, das war jetzt kein guter Versuch. Der war ein bisschen schlechter als der andere. Oder eigentlich massiv. Aber was ich jetzt noch gucken muss, ist... Ich weiß, wie die Dinger funktionieren. Ich weiß aber nicht, wenn ich versuche, ihn hier rumzujagen, ne? Dann muss ich ab einem gewissen Punkt ja springen. Und ich springe immer so, dass ich dann in die Dinger, die er dann wirft, reinspringe. Das ist also auch eher so von Nachteil, ne? Also, Captain Obvious ist ordentlich am Start. Nee, muss ich mal gucken. Du musst das Ding schon noch einsammeln. Ich merke schon, die Belmonts, die streiken gerne mal. Ah, die Mucke ist geil. Die Mucke hat was. Ich frage mich übrigens, ob das immer dasselbe Pattern ist, was er macht. Alter, was eine Range! Sag mal, du oller Lümmel! Nee, ich komme da nicht mehr weg. Der hat eine Whip am Start, das ist der Hammer. Ja, und da komme ich auch nicht mehr raus. Alter Schwede! Alter! Das ist heftig. Das kann lange, lange dauern jetzt. Das kann sehr, sehr, sehr lange dauern. Holy shit. Okay, nee, da muss ich nochmal ein bisschen gucken, wie wir das machen. Also, ich weiß jetzt, wie die Dinger funzen. Ich weiß jetzt, wie die runterkommen. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das mit dem Timing mache, wenn ich von dem Kerl weg will. Weil er die dann nämlich eben schmeißt. Also da muss ich nochmal ein bisschen gucken, dass wir uns da irgendwas rausknatschen. Und dann würde ich sagen, gleich nächste Runde. Yo, back im Drag.
im Track, oh Mann. Nee, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber, ja, schmutzig machen müssen wir uns hier. Zumindest wird der arme Belmont richtig leiden müssen dieses Mal. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Aber es ist endlich mal wieder so ein richtig krasser, knackiger Boss. Also wenn man das wahrscheinlich kennt, das wie mit allen Spielen, denkt man sich, nee, was sitzt man da jetzt so lange rum? Aber man muss halt echt erstmal gucken, wie das überhaupt ist mit dem Muster etc. pp. Wenn ich hier stehe, ich glaube, das ist das Earlyste, wo ich ihn erwischen kann mit der Axt, ne? So ungefähr, wenn er sich da ein bisschen bewegt und ich da stehe. Ich hoffe, das kommt irgendwie hin. Weil wir müssen gucken, dass wir da viele Hits reinkriegen. Die Messer, die er wirft, das scheint wirklich so dasselbe zu sein. Zumindest bei den Versuchen, die wir jetzt hatten. Das war irgendwie immer dasselbe Muster. Also denke ich mal nicht, dass ich da groß was beeinflussen kann. Aber gucken wir mal. Das war jetzt ein schöner Hit, ja. Der hätte nicht sein müssen. Ja, da renne ich wieder rein. Bin ich denn bescheuert? Ja, und da habe ich wenig Chancen, wieder rauszukommen. Aber wir hatten ihn runter auf 4. Das Problem, was ich dabei halt sehe, ist, und deswegen haben die mir das wahrscheinlich alle gesagt, die das Speedrunnen, wenn du bei dem Boss die Axt verlierst, ist Scheibenkleister, dann sieht es echt Banane aus. Und ich denke mir deswegen auch, dass die Hits, die wir jetzt halt, oder dass die Fights, die wir so machen müssen, dass uns das gar nicht so viel bringt, wie wir gerne hätten. Das heißt, im Prinzip kann man eigentlich den Versuch mit der Axt werten und sonst nichts mehr. Schauen wir mal. Es sei denn, ich muss noch mal gucken, dass wir hierher kommen mit vielleicht weniger Leben, aber mehr Lebensenergie, weil das macht's halt schon, das reißt halt ordentlich raus, dass wir hier reingehen und haben fast nichts mehr, ne? Vielleicht also da noch mal gucken, weil da brauchen wir wirklich alles als Super Casuals, was wir kriegen können. Ja, da hätte ich halt auch gerne wieder ein Holy Water geworfen, aber so richtig wollt da nix. Und hier komme ich halt nicht rechtzeitig weg von ihm. Ja, kannst du vergessen, kannst du knicken. Alter, was machst du denn jetzt hier? Hau ab! Sieht gar nicht so schlecht aus dieses Mal, obwohl wir... Ach, aber wir haben... Ja, wir haben halt nicht mal mehr Holy Water. Wir haben nur noch so viel übrig, dass es gerade so langt für ein paar Würfe. Und dann hocken wir halt da mit der schmalen, kleinen Peitsche. Ich sehe da ehrlich gesagt schwarz, muss ich sagen. Also, wenn, dann brauchen wir die Axt oder man bräuchte mehr Herzen fürs Holy Water, weil das allein... Und so mit der Axt an ihn dran zu kommen, nicht so gut. Ja, mit der Axt ist halt geil, können wir gleich am Anfang, wenn wir hier ein, zwei Schritte vorgehen, zwei Äxte reinknallen. Dann, ich glaube, wenn ich mich wegducken würde, während er hochspringt, nehmen wir noch nicht mal einen Hit, umdrehen, noch eine Axt. Vielleicht noch eine. Es sind drei, vier Äxte, bevor groß was passiert, bevor groß Schaden bei uns kommt. Das ist halt dann das mit der Axt hier. Ich sehe so, ehrlich gesagt, nicht so die Chancen. Ja, da müssten wir eigentlich... Ja. Was machst du? Ja, und das ist jetzt wieder voll meine Schuld. Na, das war jetzt auch Quatsch. Also die beiden Sprünge, wenn wir hier von ihm wieder weg wollen und er wirft die Messer... Dann einen kurzen Moment warten. Das ist das. Direkt springen, dann passt das Timing genau, um da reinzuspringen. Das macht also absolut keinen Sinn. Kurz warten, bis er die wirft und dann wegspringen. Ne? Hier dieses hier hoch ist noch okay. Und dann springe ich immer so runter, dass ich genau reinspringe. Der Spawn, die fliegen erstmal hoch und dann können wir hier runter.
wir lernen. Es sind immer nur kleine Schritte, aber kleine Schritte addieren sich auch. Ja, da will ich jetzt gar nicht so viel, Ach, komm. Sohnemann. Ein Hit. What the fuck? Ah, das war jetzt auch knapp. Das hätte auch knappen können. Aber ich habe dann am Schluss halt auch einfach wieder gedacht, ne, das ist dieses, okay, er jetzt oder ich. Und das ist halt eine Timing-Sache. Da war dann einfach ein Hit zu viel. Da ist manchmal stur draufkloppen dann doch ganz gut. Aber das ist dann immer so ein, okay, kriegt der noch schneller einen rein oder ich? Von daher ist das so ein, ne? Aber gucken wir nochmal. Es wird, es wird. Ich bin guter Dinge, dass das irgendwann heute an dem Tag noch funktioniert. Hat ja noch ein, zwei Stunden, also gucken wir mal. So, man möge mir verzeihen, ich gucke jetzt nochmal bei dem anderen nach. Wir haben jetzt zwar nur noch zwei Versuche, wir haben allerdings jetzt hier ein bisschen mehr Leben dabei, so wie wir eigentlich beim ersten Mal auch angekommen sind. Und ich schau mal einfach mal, ob das was wird. Vielleicht macht es einfach ein bisschen mehr Leben in dem Fall aus. Aber die Mucke ist halt echt, also ich muss sagen, hier rein, das ist so richtig, wie man es kennt, ne? Geile Musik, epische Atmo, der Hintergrund ist einfach geil. Also klar, man muss halt sagen, für damals Gameboy-Verhältnisse, ne? Aber das wissen wir ja alle, dass man das dann nicht irgendwie mit neueren Konsolengenerationen vergleichen kann. Aber ich sag mal, für damals, die haben schon rausgeholt, was es gab, also... Sohnemann. Nicht gut. Und ich mach's doch einfach schon wieder, weil ich doof bin. Oh nein! Spring doch gescheit! Spring doch wie normaler Affe! Schack! Wenn man einfach springen würde manchmal. Oder nicht springen. Und es war derselbe Fehler wieder. Ich hab doch gesagt, nicht runterspringen, wenn er die Kackmesser spawnt. Und mein Brain so, hey, wie wär's, wenn er direkt in die Messer reinspringt, ne? Der schmeißt die ja erstmal hoch. Nicht reinspringen. Warten. Wenn die oben sind, kannst du durch. So einfach ist der Kacke. Ich krieg mich gerade immer, sorry. Das ist so fies. Weißt du, wenn ich halt direkt immer warte, bis irgendwas passiert, dann und dann springen wir in ihn rein, statt da hoch. Ja gut, dann gehört es uns nicht anders. Jo, okay. Auf ein neues. Na, wie oft werden wir was machen müssen? Also der Tag hat noch zwei Stunden. Mal schauen. Gut, das kann ich ja eigentlich vergessen. Da ist ja ne... Ne, da ist das Holy Water drin im nächsten. Das wollen wir schön noch einsammeln. So ist richtig. Aber alter Schwede, frag nicht nach Sonnenschein. Das ist mal wieder so ein richtig schöner Boss. Ist ganz toll mit meiner Koordination. Ich merk das. Ich merk das. Ja, die bringen dir halt gar nichts, die Äxte hier. Hm.
Yes! Oh! Alter Schwede! Der hat mir richtig auf die Fresse gegeben, ey. Meine Fresse, ich bin tot. Ouch! What am I doing? Father. Since Dracula can't use my powers, Dracula will use the power of the four castle spirits. Hurry up, quickly. Ja, jetzt kniet er wieder da, der Sohnemann, und alles ist irgendwie kacke. Oh, Schindreck. Wow, was für ein übelst geiler Background und die Musik. Okay, aber ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt nochmal dauert, weil Endfights und Draculas und so und ich, das funktioniert meistens nicht unbedingt so gut. Aber ich gucke jetzt erstmal, dass ich mir ein Käffchen mache, wenn es einigermaßen klappt von der Gesamtlänge vom Video her. Dann würde ich es natürlich in eins packen. Ich muss aber halt gucken, weil ich im Moment neben der Arbeit nicht super viel Zeit habe, dass ich es halt auch überhaupt gebacken kriege, so viel auf einmal zu machen. Von daher, ich weiß noch nicht, ob es eins wird oder ob wir das dann separat machen. Aber ich mache mir jetzt erstmal ein Käffchen und dann würde ich sagen, Folterrunde 2.